Wir brauchen dringend neue Sanierungslösungen, um klimaneutrales Wohnen schnell für alle zu ermöglichen. Der Energiesprung-Ansatz hat sich in Europa tausendfach bewährt. Jetzt zeigen wir gemeinsam mit innovativen Unternehmen, dass und wie es auch in Deutschland geht. In der konventionellen Sanierung wird 95% auf der Baustelle gefertigt. In der seriellen Sanierung, wie hier in Hameln, werden 80% in die Fabrik verlagert. Das bringt eine höhere Qualität und vor allem eine höhere Geschwindigkeit bei der Umsetzung. Wir wollen langfristig die Kosten senken, damit die Wohnungswirtschaft günstiger ihren Bestand sanieren kann. Wie machen wir das? Mit automatisierter Planung, mit automatisierter industrieller Produktion von Dach- und Fassadenelementen. Wir integrieren Versorgungstechnik, damit Gebäude wie dieses hier in Hameln rein von außen saniert werden können. Den Erfahrungen, die hier und bei den anderen Piloten gemacht werden, können Technologien und Abläufe immer weiter verbessert werden. So können wir serielle Sanierungslösungen Schritt für Schritt zur Serienreife bringen. Ich bin froh, dass wir das erste Projekt dieser Art in Deutschland realisiert haben. Der erste zu sein, war wie erwartet eine große Herausforderung. Daher sind wir stolz, dass es uns gelungen ist, im Kuckuck in Hameln ein so überzeugendes Projekt zu realisieren. Wir hoffen, es inspiriert andere und findet somit viele Nachahmer.